Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass über das Distinktionsbedürfnis der Beteiligten hier die Sachfragen nicht außer dem Blick geraten. Sage aber auch, es wäre schon ganz schön, wenn von den Koalitionsfraktionen tatsächlich hier Leute reden würden, die wenigstens bei der Anhörung dabei waren. Also das finde ich dann schon. Nichts dagegen, Wortprotokolle zu lesen, aber wenn es nur darum ginge zu lesen, bräuchten wir ja keine Sitzungen mehr. Haft- und Sicherungsverwahrung sind Ultima Ratio im Rechtsstaat, das wissen wir, und gehen mit erheblichen Grundrechtsbeeinträchtigungen einher. Das ist nur zu rechtfertigen, wenn es am Ende tatsächlich auch dem Vollzugsziel dient, den Inhaftierten nach Verbüßung der Strafe ein Leben ohne Straftaten zu ermöglichen. Und die Haftanstalten, nicht nur die Berliner Haftanstalten, sondern Haftanstalten überhaupt, sind ein abgeschlossenes System. Und die Abgeschlossenheit gegenüber der Außenwelt führt zu mannigfaltigen Problemen. Das ist auch untersucht, studienmäßig belegt worden. Es gibt Gefangenensubkulturen, es gibt Viktimisierungsprozesse im Knast, es gibt Gewalt und es gibt auch Herrschaftsstrukturen subtilerer Art. Das wissen wir alles. Empirische und kriminologische Forschung hat uns da in den letzten Jahren das eine oder andere an Zuarbeit geliefert. Besondere Ereignisse lenken dann immer mal wieder den Blick drauf. Der Kollege Behrendt hat es schon gesagt, Siegburg 2006 war sicherlich eine der brutalsten, einschneidendsten und furchtbarsten Ereignisse von Dingen, die im Vollzug sich ereignen können. Aber was in Siegburg passiert ist, ist ja nur der Gipfel des Eisbergs, der sichtbare Gipfel des Eisbergs. Und auch in Berliner Strafanstalten, in Berliner Vollzugseinrichtungen gibt es, wir wissen das auch beispielsweise aus der Kleinen Anfrage 17, 12, 833, gibt es Gewalt, gibt es Übergriffe, gibt es Drangsalierung von Mitgefangenen, all das existiert und man muss sich damit auseinandersetzen. Wir haben auch gerichtliche Kritik an der Unterbringung von Strafgefangenen in Berlin gehabt, das ging bis zum Verfassungsgerichtshof, das war unter Rot-Rot, in dem Kontext mussten Häuser von Strafanstalten geschlossen werden, es musste kurzfristig versucht werden, neue Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen und eines der Ergebnisse war ja auch der Bau der Strafanstalt Heidering. Damit haben wir inzwischen zumindest im Bereich der Unterbringung, des Unterbringungsrahmens in Berlin, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber trotzdem, wir haben auch Untersuchungen von Folterkommissionen, vieles andere mehr. Und obwohl die so martialisch heißen, will ich mich nicht hinstellen und sagen, in unseren Berliner Gefängnissen wird gefoltert, sondern die Folterkommissionen gucken, inwieweit die Unterbringungs- und Haftbedingungen den geltenden Menschenrechtsstandards genügen. Das ist das, was wir hier in Berlin haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen hohe Belastungen aushalten, haben ziemliche Herausforderungen zu stemmen. Auch sie sind in einem abgeschlossenen Raum tätig, arbeiten dort. Und letztlich ist es natürlich auch für die Insassen in Justizvollzugseinrichtungen immer wieder eine Herausforderung, ihren Lebensalltag zu gestalten. Und wir wissen auch aus den Debatten um Vollzugsgesetze in Berlin, um Veränderungen im Vollzug, Angleichungsgrundsatz und Resozialisierungsziel sind hehre Worte. Es in der Praxis umzusetzen, ist nicht ganz so einfach. Beispielsweise, wenn es nur darum geht, im Bereich von Internet oder anderen modernen Technologien den Haftalltag irgendwie mit der Gegenwart außerhalb von Haftanstalten anzugleichen, dass wir da immer wieder an Grenzen stoßen. Nun haben Strafgefangene wenig Lobby. Dadurch entstehen oftmals auch Defizite in Haft und Haftanstalten sind Closed Shops. Wir kriegen als Abgeordnete regelmäßig Briefe, Beschwerden und dergleichen mehr. Ich sehe mich mit meinen Ressourcen dazu nicht in der Lage, das bis ins Einzelne nachzuvollziehen. Ich kann auch keine Untersuchungen anstellen, Beschäftigte befragen und vieles andere mehr. Deswegen haben wir seinerzeit gesagt, wir machen diesen Vorschlag, einen Justizvollzugsbeauftragten einzuführen, nicht als Ersetzung der Vollzugsbeiräte und des Berliner Vollzugsbeirats, sondern als Ergänzung, denn es geht nicht darum, die Vorgänge innerhalb von Haftanstalten zu skandalisieren, sondern es geht darum, durch Vorbeugung, durch Reflexion und Evaluation die Situation in Haftanstalten zu verbessern. Nun habe ich mitbekommen, auch in den Anhörungen, auch bei dem, was der Vollzugsbeirat geäußert hat, dass der Vollzugsbeirat selbst nicht so glücklich ist. Ich habe von Beschäftigten andere Feedbacks. Leider konnte der Vollzugsbeauftragte von NRW in der Anhörung nicht dabei sein. Und nun ist das Ergebnis letztlich, und das finde ich auch ganz gut, da waren sich alle Fraktionen mehr oder weniger einig, wir wollen den Berliner Vollzugsbeirat und die Anstaltsbeiräte stärken und auch mit Ressourcen versehen. Die Vollzugsbeiräte leisten seit den 70er Jahren in Berlin eine gute Arbeit. Das ist eine Praxis, die ist durchaus auch vorbildlich, was nicht bedeutet, dass man sie nicht noch verbessern kann. Ehrenamt ist Ehrenamt und die Begrenztheit des Einsatzes ergibt sich aus dem Ehrenamt. Insofern gehe ich davon aus, dass der Grünen-Antrag jetzt ein bisschen das aufnimmt, was die Ergebnisse der Debatten mitgebracht haben. Jetzt müssen wir uns im Rechtsausschuss darüber unterhalten, wie man die Anstaltsbeiräte und den Vollzugsbeirat noch besser in die Situation versetzt, ihren Aufgaben nachkommen zu können. Wenn das unterm Strich bei rauskommt, bin ich persönlich mit den Debatten der letzten Monate sehr zufrieden. Vielen Dank.